Und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Definitive Edition. Heute geht's in den Vulkan Eldin und ich würde sagen, wir gönnen uns Link als Charakter, oder? Sehr gut. Was haben wir hier als Waffen? Wir haben verschiedenste Waffen mit auch verschiedenen Effekten, glaube ich. Okay. Aha. Da ist die Frage, was gönnen wir uns denn? Ich würde sagen, eigentlich starker Angriff plus wäre eigentlich ziemlich nice. Ich meine, warum soll ich mir die Schwerter gönnen, die gar keine Effekte haben, wenn ich mir Schwerter gönnen kann, die Effekte haben. Und deswegen gehe ich hier auf starker Angriff. Der Shika-Krieger. Link und seine Kameraden schlugen King Dodongo, aber das Biest war nur immer als eine Distraktion. Die Armee der Monster hat Hyrule Castle genommen. Worse, nachdem die Dust had settled, Princess Zelda war nirgendwo zu finden. Impa und Link searched the battlefield for any sign of her, but to no avail. Although the battle had been lost, Impa foresaw Link's importance to the coming war. She bestowed upon him a green tunic, the sign of the legendary hero. Link did not believe himself worthy of the honor, but he was determined to help Impa and her remaining soldiers locate Zelda. Weeks passed. Impa heard a rumor that a handful of soldiers were holding out against the monsters in Farron Woods. The leader of this resistance was supposedly a young woman. Impa dared to hope that this unknown woman was Zelda. Link and Impa decided to make their way to the forest by way of the Elden Caves, a path with its own dangers. Alles klar. Dann würde ich aus... Ja, da würde ich doch direkt mal sagen, Brudingos. Charakter. Und Medaillen. Können wir sie hier anlegen? Ich glaube schon. Oder sind die schon automatisch angelegt? Wenn ich das wüsste. Okay. Alles klar. Mal ganz kurz in die Optionen rein. Ich finde, dass die Erzählerstimme mir so ein bisschen zu leise ist, aber... Hm... 8-Bit-Waffen? Wie 8-Bit? Ist das... Okay, das ist aber derzeit deaktiviert. 8-Bit-Waffen, wie geil ist das denn? Okay. Was ist denn hier auf dem Schlachtfeld? Okay. Ja, da würde ich sagen, Schlacht beginnen. Auf geht's! Der Vulkan Eldin. In seiner höhlenmäßigen Form. Das sieht wirklich sehr, sehr majestätisch aus. Aber auch sehr gefährlich. So. Die hyladischen Truppen rücken durch die Höhlen vor. Mal ganz kurz. Gibt es nicht eine Möglichkeit, irgendwie den Charakter anders zu kleiden? Weil, ihr wisst, wir haben ja eigentlich... Also an sich haben wir Link ja ein neues Kostüm verpasst. Wo können wir es denn auswählen? Das ist irgendwie komisch. Oh nein, ey, bitte nicht. Oh nein, hör auf, Alter. Es gibt die Scheiße weg. Ist das dein Ernst? Oh Gott, also das Ding ist halt... Ja. Geht doch. So, also ich weiß halt nicht, wo können wir denn hier... das Outfit wechseln. Das würde ich nämlich ganz gerne machen, um euch zu zeigen, dass Link dieses Gewand tragen kann. Nur, wie kann er es denn tragen? Dieses Spiel ist gerade sehr verwirrend, Alter. Ganz, ganz ehrlich, Mann. Also hier eine Option wird es auch nicht sein. Wo geht denn das? Naja. Dürfen wir wohl nicht, ne? Alles klar. Dann dürfen wir wohl nicht als Recke kämpfen. Ist in Ordnung. Da wollte man es nur ganz kurz zeigen und da darf man es nicht. Oh, das sind diese Skelettgegner aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Diese Zombies halt, die nachts immer auf der hylianischen Steppe auftauchen. Ah, da drüben ist der Ausgang. Wir müssen uns einen Weg dahin bahnen. Eine Handvoll hylianische Soldaten sind bereits auf dem Weg zum Ausgang. Helfen wir ihnen, Link? Ja. Lauf versperrt den Weg und überall sind Monster. Lange halten wir das nicht durch.
Wird es Zeit? Da kommen wir momentan noch nicht rein. Okay. Was? Link und ich sind unterwegs. Ihr müsst durchhalten. Ah. Alles klar. Vorposten versorgen denjenigen mit neuen Truppen, der sie erobert hat. Besiege den Hauptmann an einem Vorposten, um diesen zu erobern. Wird dagegen ein verbündeter Hauptmann an einem Vorposten besiegt, erlangt der Feind die Kontrolle darüber. Okay. Ey, das sind doch diese Stahlforce-Ritter aus Ocarina of Time. Ey, die sehen da voll originalgetreu aus, nur halt höher aufgelöst und auch etwas abgerundeter, nicht so eckig und kantig wie in Ocarina of Time. Wow. Hat was. Cool. So, natürlich gibt es hier auch verdammt viele Lauchgegner, die wir natürlich klatschen müssen, ist klar. Aber ich denke, da dieses Gebiet nun uns gebührt, können wir in Ruhe weitergehen. Aber erstmal besiegen wir diesen Stahlfoss. Und ein paar von denen. So. So wie ihr rennt, ihr denkt auch schon, ihr werdet breiter als der Türsteher, oder? Immer so die Arme um 90 Grad verschränken. Wollt man schon denken, könnte ihr jetzt einen Bizeps, ja? Aber nicht mit mir! Man sieht ganz klar, ihr seid Lauchschädel geboten. Durch und durch. So, wie kommen wir hier weiter? Hallo? Ich meine, gut, ich sehe da oben diese Pfeile, die nach unten zeigen. Aber ja, was wollen die mir jetzt zeigen? Was wollen die jetzt aussagen? Wir müssen wohl erstmal zum Hyrule Hauptmann, aber wo ist der? Hallo? Bist du das? Ich bin gerade wieder verwirrt, ihr merkt das. Was aber wirklich daran liegt, weil ich gerade echt keine Ahnung habe, wie ich hier weiterkommen soll. Jetzt mal ganz ehrlich so. Ich meine, es wird ja nicht daran liegen, dass ich diese Knochenskelette nicht besiegt habe, oder? Ach, da hinten geht's noch weiter. Wie habe ich das denn bitte gerade eben übersehen? Keine Ahnung. Aber okay. Ne, jetzt mal im Ernst. Wie habe ich das hier gerade eben übersehen? Oder habe ich es übersehen? Oder ist es nicht nochmal der Spawn? Ich bin gerade so verwirrt gerade, ne? Es ist nicht normal. Wo bin ich denn gerade? Ich habe gerade keine Orientierung hier. Ja, vor uns warten Soldaten Hyrules. Ja, ist doch schön für euch, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Finde einen Weg. Ja, pff, du bist lustig. Wenn ich das wüsste. Es gibt ja nur wenige Wege hierher. Ach, guck mal, auf einmal sind hier wieder tausende Skelette. Aha. Aha, okay. Warte mal kurz. Ist diese Stelle da schon länger gewesen? Die Felswand dort ist am Bröckeln. Vielleicht können wir sie zum Einsturz bringen. Ja, ich wollte gerade sagen, ist diese bröckelige Felswand schon immer so gewesen? Weil gerade eben ist mir das nicht aufgefallen, dass das eine bröckelige Felswand war. Sehr strange. Was wollte der denn gerade? Wollte dieses Skelett sich mit Impa anbahnen? Wolltest du flirten? Nein, mit mir nicht. Ich habe gerade Feierabend gemacht. Sorry. So, was haben wir hier? Eine Truhe? Nein, nichts. Hm. Ah, okay, da kann man schön runterspringen. Das wollte uns wahrscheinlich diese Menge an Pfeilen damit auch sagen, oder? Von wegen, hey, hier gibt es ganz viele schöne, leckere Pfeile, die du symbolisieren wollen, dass du runterspringen kannst. Ist das nicht geil? Was sind das denn für Gegner? Das sind Skelette, Knochenskelette mit Bomben auf dem Kopf. Nee, mit Rüstung, oder was? Das sieht ja richtig komisch aus. Habt ihr euch eine Kokosnuss auf den Kopf gesetzt, oder was? Und da noch irgendwie einen Stachel dran geklebt? Was geht bei euch? Hey, da ist ein Magier! Ja, moin! Sagen wir besser, es ist ein Irrlicht. Was hältst du denn hier?
Musst du nicht noch irgendwie was anderes mit deinem Leben erledigen? Sterben oder so? Du untote Drecksau? Guck mal lieber, dass du irgendwelche Insekten fängst. Oder wie war das nochmal in The Legend of Zelda Ocarina of Time? Was wollte dieses Irrlicht in der Zukunft in Hyrule-Stadt haben? Was wollte er da haben? Da gab es doch was Besonderes. Itemverbesserung. Sammle Power-Ups von besiegten Feinden oder aus zerbrochenen Krügen, um für kurze Zeit stärkere Items verwenden zu können. Das heißt, ich habe jetzt nur noch Riesen... Oh Gott, Alter, fette Riesenbomben. Ja, moin. Das war's komplett mit euch. Aber was wollten diese Irrlichter nochmal haben? Da war doch irgendwas. So, komm. Wir hätten alles geschafft. Was ist hier? Da geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Alles klar. Schade, die Bombe ist leider nicht mehr riesig. Finde ich sehr schade. Aber okay. Gut, wohin dringen wir jetzt vor? Aha, guck mal an. Wir müssen hier lang. Oh Gott, der Drecksgeist. Stirb! Ich habe ihn einfach mit der Bombe gekillt. Und gebe ihm gerade den Gnadenstoß mit dem Schwert. Ach, das ist schön. Und sonst so? Wir kommen nicht durch diese Lava. Oh nein. Was für eine böse Überraschung. Ja, hätten wir vorher wissen müssen, dass in einem Vulkan ganz viel Lava ist, Mann. Hätte man sich aber auch denken können, ihr Schweine. Mensch, Mensch, Mensch. So, die Monster haben Verstärkung erhalten. Ja, das bringt denen auch nicht so viel, wenn es nur Skelette sind. Bei Exalfossen würde ich sagen, oder bei Stahlfossrittern würde ich auch sagen. Ey, das ist langsam gefährlich. Wobei auch Stahl... Ja, also, wobei auch diese Gegner sind einfach... Eigentlich sind das gar nichts. Ja, die sind... Das sind Niemande. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ich glaube, wir können hier lang rennen, oder? Der Grohen Hauptmann setzt die Krabbelmine in Bewegung. Oh, Krabbelmine, geil. Eine abgewandelte von der Bomben. Man kennt sie. Und wo müssen wir jetzt lang? Ich sehe nur, dass die Monsterhorden vorrücken und gerade voll die Action machen. Power up Bombe, Neru. Mal wieder. Aber meine Spezialattacke seid ihr nach wie vor nicht wert. Das könnt ihr vergessen. Oh, die Krabbelmine wurde aufgehalten. Das ist ja nicht so schön. Aber ich glaube, da hinten sollten wir diese Gegner auf jeden Fall zu fassen kriegen. So, weg mit euch. Weg auch mit dem anderen Hauptmann. Oh Gott, hier ist ja alles voll mit Gegnern. Marschbefehle. Du kannst spielbare Kämpfer an einem bestimmten Ort beordnen, wenn du sie gerade nicht steuern kannst. Rufe den Infobildschirm auf, wähle Marschbefehl und anschließend einen Kämpfer. Betätige deine Wahl und bestätige die Wahl, damit sich der Kämpfer auf den Weg macht. Okay. Dann würde ich mal sagen, wo geht denn das? Hier irgendwo, ne? Genau, Marschbefehl. Impa, beweg dich mal. Ja, wo brennt denn gerade die Hütte? Ich würde sagen, hier unten. Renn mal dahin. Habe ich sie jetzt dahin geplatzt? Geplatzt. Hingeplaced? Ich glaube schon. Das zeigt, glaube ich, dieser blaue Pin an. Okay. Ich bin Blintendo, das wisst ihr ja, ne? So, komm, lass uns schnell mal die riesigen Bomben benutzen. So, auch für diese Gegner. Am besten. Das Cthulhu wurde gesichtet. Wenn ich wüsste, wo die sind, wo die ist. Okay, da ist die riesige Krabbelmine und boah, sieht die geil aus. Wow, auch hier wieder originalgetreu, nur halt schärfer aufgelöst und viel mehr Textur und ah, oh, sieht das geil aus. Richtig schön. So, wir befinden uns hier momentan und die Skulptur sollte irgendwo auf diesem Weg sein. Mach dich weg. Also, schnell dahin. Ich will die Skulptur unbedingt besiegen. Ich
will es euch wenigstens mal zeigen im Let's Play, damit ihr mal wisst, was mit so einer Skulptur überhaupt passiert und was mit der ist. So, hier irgendwo sollte die sein, ja? Ist jedenfalls hier angezeigt. Wo ist die Skulptur? Hallo? Skulptula, wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Die soll wohl hier sein, aber ich sehe sie nicht. Kommt her! Schweine! Ja, also ernsthaft, wo soll die sein? Die wird ja nicht irgendwo an der Decke kleben, oder... Ich weiß auch nicht, wie groß sie überhaupt sein soll. Na, egal. Dann ist sie wohl nicht existent. Keine Ahnung, ist mir dann auch egal. Wenn sie nicht auftauchen will, kann ich da auch nichts für. Oder wenn sie sich irgendwie versteckt und... Keine Ahnung, wo war sie? Ich habe sie nicht gesehen. So, tschüss. Du Drecksack! Okay, ich glaube, die Bombe hat nochmal einen guten Teil dazu beigetragen, dass das Drecksvieh verreckt. Wunderbar. So, riesige Bombe aufheben und dann machen wir hier mal ganz kurz Feierabend für die Schweine. So, ja, Skulptula ist geflohen. Ich habe sie nicht gesehen. Wo auch immer sie war. So, tschüss. Ach, wie ich den Geist einfach nur, oder wie ich das Irrlicht einfach nur mit der Bombe kaputt gemacht habe. Es ist cool. So, was ist jetzt? Kommen wir jetzt hier weiter, oder was? Scheinbar nicht. Ich denke, dann muss immer noch die Krabbelmine helfen. Aber was ist mit der Krabbelmine? Haben die Soldaten jetzt endlich mal wieder was gebacken bekommen oder soll ich wieder helfen gehen? Wir müssen die Krabbelmine immer noch eskortieren. Kein Problem. Mache ich dann eben schnell. Wo war die nochmal? Ja, hallo? Da hinten ist sie nach wie vor. Ja, ich musste den Ort verlassen, weil ich die Skulptula für wichtiger fand, aber na, habt ihr gesehen, was die Skulptula für ein krasses Gerät ist, ne? Richtig, man hat sie nämlich gar nicht gesehen. Aber ganz, hier sind noch einige Goronen, hallo! So, weg mit euch. Und sie bewegt sich. Ja, schön, bewegen! Lasst die Krabbelmine stehen, Jungs, hört auf! Was heißt stehen? Lasst sie laufen! So halt jemand diese Banausen auf! Ja, jetzt fahr hier nicht gegen die Wand und explodier dann, ja? Ja, also... Geh schon den Weg, den du gehen musst. Danke. Das ist mal eine coole Quest, einfach so eine Krabbelmine zu eskortieren. Und wie gesagt, die sieht so geil aus. So, fahren Sie mich bitte. Gut. Ja, schieb auch die anderen Soldaten in die Lava. Los! Ach ja. Schön. So, die Krabbelmine ist eskortiert und jetzt können wir an sich auch auf die andere Seite rübergehen. Sieht mir aber erschreckend nach Bosskampf aus, oder? So, kommt Impa denn gerade zurecht, oder wie sieht's aus? Wir müssen zum Ausgang eilen. Ja, wo ist denn der? Begib dich in die Tiefe der Höhle. Ja. Ich werde es probieren. Also quasi jetzt endlich mal irgendwo... Also, hierhin vielleicht? Nee, von hier kamen wir ja auch schon. Hier sind doch wieder einige Gebiete, die wir wieder aus der Hand gegeben haben. Wie passt das denn? Also, wie kommt das denn ständig, Mann? Ich meine, hallo? Ich räume doch nicht diese ganzen Gebiete frei, damit sie wieder aus der Hand gegeben werden können. Was denn das? Das ist genauso, als würdest du im Fußball in Unterzahl spielen. Oder besser gesagt, dein Gegner würde in Unterzahl spielen. Und dann ein Tor machen und die Führung holen. Wisst ihr? Wir geben das hier so leicht aus der Hand. Was ist denn das?
Mach dich weg, du Sau, du kleines Schwein! Gut, es war kein Irrlicht, es war ein Nachtschwärmer. Okay. Aber jetzt mal ehrlich, wie kann man einfach so leichthändig sein und etwas aus der Hand geben, Mann? Das geht doch nicht. So, was jetzt? Wir müssen jetzt die Monsterfestungen erkunden und erobern. Das ist jetzt euer Ernst? Ihr wollt jetzt eine Armee bilden oder was? Ihr seid eine Armee, die gerade diesen Stützpunkt bewacht. Da muss ich ja nur lachen. Lol. So, hier kamen wir, glaube ich, bisher auch noch gar nicht rein. Aber wir haben ja auch Impa hier mit beschäftigt. Warum ist Impa so inkompetent? Ja. Nenn dich bitte einfach nur Inka. Für inkompetentes Arschloch. So, genau. Ich meine, ich hätte mich auch gefragt, ob man irgendwie diese Bomben, die an den ganzen Wänden platziert sind, ob man die auch irgendwie tragen kann, aber scheinbar nicht. Naja. So, wir sind kurz vor den 2000 besiegten Gegnern. Das ist ja mal richtig geil. Und ich würde sagen, wir machen die Spezialattacke noch einmal. Also, bye. Nur es sind immer noch relativ... Ah, vorbei. Ha. Jetzt haben wir es geschafft. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt lang, oder? Ist es dein Ernst? Die Flamme, die spawnt nach einer gewissen Distanz? Hallo, Kamera. Wobei, nee. Die Flamme ist da. Das Leuchten beginnt viel später. Ach, Nintendo Switch. Wieder mal unter den Erwartungen der Hardware. Ja. So, wohin geht's denn jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Hier kommen wir nicht rein. Ah, warte mal kurz. Gab es hier hinten nicht noch einen Spot, wo ich sagte, oh, das könnte nach einem Bosskampf aussehen? Ja, da müssen wir, denke ich mal, auch hin. Ist dieser Ort hier uneingenommen, von gar keinem bewacht und... Hä? Dann lass uns mal hier lang gehen, aber hier ist... Oh. Ah, ganz viele Gegner. Ah! Ihr macht das schon. Chica! Die Prinzessin ist nicht tot. Ihr werdet ihr früher oder später sicher begegnen. Mein Name ist Sheik. Habe ich gerade Chica gesagt? Man möge mich bitte klatschen. Ich bin ein Nachfahre des Stammes der Chica. Wir waren einst eine sehr ehrenhafte Familie. Unmöglich. Unterhalten wir uns darüber, wenn wir aus dieser Höhle entkommen sind. Erlaubt mir, euch zu begleiten. Okay, Sheik. Alles klar. Mit Sheik geht's aber im nächsten Part weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ciao. Sheik, wo bist du gerade? Ich glaube, Sheik macht gerade ihr eigenes Ding. Alles klar. Macht ihr nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von... Ja, Hyrule Warriors in der Definitive Edition sehen wollt, dann lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst.